Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es darum, wie bevorrate ich Lebensmittel, wenn ich nicht so viel Platz habe. Ich denke, ich habe da einige Ideen. Einige von euch haben mir geschrieben, was mache ich denn, wenn ich gar nicht viel Platz habe in meiner Wohnung? Das ist natürlich für mich jetzt eine Herausforderung, weil ich habe ein ganzes Haus, ich habe die Vorratskammer, mein Keller ist nicht lagerfähig, aber ich habe an sich viele Plätze, an denen ich meine Vorräte einlagern kann. Trotzdem habe ich einige Ideen, die vielleicht nicht jeder von euch kennt und die würde ich euch heute gerne vorstellen. Das ist der Grund, warum ich in meinem super Mini-Wohnzimmer sitze. Weil hier geht es nämlich los, genau mit dem Sofa. Das rücken wir jetzt erstmal ein Stück ab. So, ich bin wieder in meiner Vorratskammer. Die kennt ihr ja schon von dem anderen Video. Die habt ihr ja nicht. Von dem Punkt gehen wir jetzt mal aus. Jetzt habe ich hier etliche Kisten Wasser in Glasflaschen, was sich ewig hält, ist besser als PET. PET habe ich halt immer nur so für den schnellen Durchlauf, das heißt das, was ich ständig verbrauche. Und das ist tatsächlich was, was ich einlagere, wo ich wirklich nur dran gehe, wenn ich nichts mehr zu Hause habe. Neulich war ich ein bisschen krank gewesen, 2 Wochen flach gelegen. Da war ich ganz froh, dass ich das hatte. Fülle ich aber dann immer wieder nach. So viel dazu. Den Platz habt ihr nicht, also räumen wir jetzt mal um. Ich zeige euch, wo ihr garantiert den Platz noch habt. So, hier seht ihr jetzt nochmal meine Wohnsituation. Ich habe wirklich ein sehr, sehr kleines Wohnzimmer mit einem Mini-Sofa, so ein Zweisitzer. Mehr geht hier nicht rein. Aber ich zeige euch jetzt, wie wir hier nochmal ein paar Kisten Wasser unterbringen, ohne dass ihr großartig auf was verzichten müsst oder es optisch blöd wird. So, zumindest 3 Kisten sind untergebracht. Ja, wo sind die denn jetzt? Also, ich habe einfach nur, ich glaube, es sind nicht mal 20 cm das Sofa vorgeschoben. Und habe hier jetzt diese schmalen Kisten dahinter. Ich gucke mal, dass ich euch das zeigen kann. Ich hoffe, man sieht es so. Ja, genau. Hier sind jetzt 3 Stück dahinter und jetzt packe ich aber noch mal 3 obendrauf. Nur weil mein Sofa jetzt so eine dicke Wulst oben hat, muss ich es dafür noch ein Stück weiter vorrücken. Also da müsst ihr einfach mal gucken, wie viel Platz habe ich, wie viel kann ich vorschieben. Messt das einfach mal aus und dementsprechend holt ihr eure Kisten Wasser. So, jetzt haben wir 6 Kisten dahinter. Sieht blöd aus, ne? Bin ich ganz eurer Meinung. Kann man noch ändern. Ich merke, ich bin immer noch nicht so ganz fit. Aber ich habe das jetzt mal gerne für euch umgebastelt. Finde es auch gar nicht so verkehrt. Ich habe jetzt einfach mal meine Lieblingskuscheldecke genommen und habe die da drauf gelegt. Was natürlich viel schicker aussieht, wenn man das dauerhaft dahinter einlagert, ist, wenn ihr ein Brett oder ein Regalbrett oder irgendwas übrig habt und dann noch ein schönes Deckchen mit da oben drauf, dann könnt ihr da noch euer Feierabendbier abstellen. Also von daher, ich glaube, das ist eine pfiffige Idee, weil es ist wirklich nicht mal eine Handbreit Platz, die ihr einfach mit dem Sofa in den Raum reingeht. Dann das immer wieder nötige, aber lästige Thema, der riesen Vorratspack an Klopapier. Ihr habt ja in dem anderen Video gesehen, dass ich in meinem großen Vorratsraum richtig Platz für sowas habe. Aber es geht ja um euch, die ihr jetzt wenig Platz habt. Und machen wir uns doch mal ein bisschen als Baumeister Mütze. Weil das kann man auch woanders verstecken, wo das jetzt nicht unbedingt so gut hinpasst. Deswegen ist es halt am besten, wenn ihr das ganze Ding auspackt und dann habt ihr nicht so eine viereckige Box, sondern könnt das direkt auf der Toilette zu einem riesigen Turm bis unter die Decke stapeln. Und wenn ihr so einen schönen Platz wie ich jetzt nicht auf der Toilette habt, dann könnt ihr natürlich auch das Ganze so machen, dass ihr einfach hinter Türen, die sonst offen sind, ein Türmchen baut. Und das Ganze geht natürlich auch mit Dosen. Ich meine, Dosen würde ich jetzt nicht auf der Toilette lagern, aber hinter der Tür, wieso nicht? Ich sag mal so, ihr müsst halt einfach nur dran denken, wenn ihr so eine Tür immer offen stehen habt, dass ihr euren Klopapiervorrat noch da hinten habt, weil ich bin so ein Superheld, also ich vergesse sowas und freue mich dann tierisch, wenn ich es wieder finde. Das hier kennt ihr wahrscheinlich auch ganz gut. Irgendwie, man nimmt seine Lieblingssachen raus, dann wird es doch wieder reingeschmissen und am Ende ist es ja so, dass ihr hier hinten
diesen ganzen Platz total verschenkt. Und falls ihr Marie Kondo nicht kennt, googelt das mal. Also die ist zwar echt oberkrass mit Aufräumen, aber ich habe mir einiges davon abgeguckt. Also ich will euch das mal hier zeigen. Die Sachen halt eben so ein bisschen zusammengerollt und zack, es entsteht Platz. Das gleiche habe ich hier. Ich bin so ein Leggings-Fan, weil ich hier Handwerker bin und Bewegungsfreiheit brauche. Okay, sieht jetzt nicht so ordentlich aus, aber alles eben ein bisschen anders zusammengelegt. Ja, und das war dieser erste Schrank, den ich euch jetzt da gezeigt habe. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht, um euch das zu zeigen, wie es bei den meisten wahrscheinlich aussieht. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich T-Shirts und so weiter jetzt zu zweit nebeneinander lege und habe dadurch wesentlich mehr Platz gewonnen, außer jetzt natürlich so dicke Pullis und sowas. Und deswegen ist dieser eine komplette Schrank letztlich frei, weil diese Sachen, die gehören jetzt eigentlich da drüben eben noch rein. Und das ist wieder ein Platz, wo ihr dann das ein oder andere zum Lagern eben reinpacken könnt. Natürlich ist es auch sinnvoll, wenn ihr da einmal richtig am Aufräumen seid, dass ihr hergeht und sagt, ich müsste auch gleich mal mit aus. Und dann nehmt ihr so Geschichten wie Vinted und sowas. Kleiderkreisel hieß es, glaube ich, früher, ich weiß es jetzt gar nicht. Und ab dafür und für das Geld könnt ihr dann auch wiederum ein bisschen Vorräte für den Winter in diesen Schrank packen. Ich mache das dann halt so, wenn ich so einen Haufen habe, frische Wäsche. Ich habe hier ein Stückchen Platz auf dem Kleiderschrank geschaffen, dass ich so meine Abmaße hier habe. Und dann lege ich das halt eben nur einmal so zusammen. Dadurch wird das so lang und du nutzt praktisch den kompletten Raum im Schrank unten aus und bringst dadurch mehr unter. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, na toll, soll ich jetzt meine Büchsen in den Kleiderschrank packen? Muss ja nicht. Du könntest ja theoretisch auch irgendwelche Sachen aus der Küche, die du nicht unbedingt benötigst, dann in diese Schränke packen oder die du seltener verwendest, weiß ich, irgendwelche Kuchenbleche oder whatever. Und dort dann halt eben deine Vorräte unterbringen. Das ist auch eine Möglichkeit, auf einem kleinen Raum ein bisschen was zu machen. Dann noch so eine kleine Möglichkeit. Ich habe jetzt hier solche Baskets. Da habe ich alle möglichen. Hier sind so meine Einkaufstaschen sonst drin. Da sind gerade einige in der Wäsche. Meine ganzen Bikinis und so weiter. Solche Sachen packe ich hier in solche Stapelboxen rein und da könnte man jetzt auch Nudeln und Co. oder weiß der Kuckuck was mitunter und dann eben ein bisschen nach oben stapeln, wenn ihr solche kleinen Möbel habt wie ich und nicht deckenhohe Schränke. Ich habe halt hier den Vorteil, dass ich in so einem Friesenhaus eine riesige hohe Decke habe. Sehr schlecht für die Heizkosten. Alles voll. Auch alles voll. Natürlich alles voll. Und wieder alles voll. Das kennt ihr, ne? Aber habt ihr auch schon mal hier dran gedacht? Da ist noch ganz viel Platz. So, das hier ist einer meiner Lieblingsraumspartipps. Holt euch einfach mal bei eurem Schuhhändler ein paar Schuhkartons für Stiefel. Ich habe jetzt mal einen aus meinem Schrank genommen von meinen Winterstiefeln und zeige euch, was wir jetzt hier an Raumsparideen machen können. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, nachdem ich mir jetzt echt einen abgekämpft habe. Und zwar ist unser Schuhkarton nämlich jetzt in der Küche unterm Schrank. Die Sockelleisten gehen, wenn ihr eine ältere Küche habt als ich, das ist eine nagelneue, wohl einfacher raus als meine. Also ich habe jetzt hier ein bisschen rumgekämpft, aber die sind immer alle nur geklickt. Also von daher habt ihr da auch nicht das große Problem. Und tata, hier ist unser Karton. Ich würde das so machen, dass ihr hier das MHD von euren rausgesuchten Sachen, die ihr da lagern könnt, einfach draufschreibt
Und dann je nachdem, wie lang die Küchenzeile ist und wie viel Platz ihr darunter habt, könnt ihr ja mehrere Kartons hinpacken oder halt hier vielleicht so Linien machen. Weiß ich, das ist jetzt MHD Mai 25 und das ist Dezember 25 oder wie auch immer. Ich würde jetzt einfach der Hygiene halber, würde ich nur Büchsen und Gläser nehmen, weil unter der Küche, ihr wisst ja, wie das so ist. Das sieht immer nicht so toll aus. Und an sich kommt man da relativ flott ran. Das ist in meinen Augen echt das beste Versteck, was man machen kann. Dann ist es aus den Augen. Du musst es dir halt wieder mal nur merken, wo du deine Sachen hast. Und diesen Platz, den verwendest du sonst für nichts. Und da kann man eine ganze Menge unterbringen. Ich habe das Thema jetzt natürlich nur ein bisschen angerissen, mit den Ideen, die ich so habe. Was ich super klasse von euch finden würde, wenn ihr mir einfach mal eure Ideen und Erfahrungen mit kleinen Wohnungen, unten in die Kommentare schreibt, dass wir das vervollständigen, das ganze Thema, damit jeder die Möglichkeit hat, ein bisschen was unterzubringen und ein bisschen für den Winter vorzusorgen, wenn die Preise wieder teurer werden. Das wäre echt super. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid bald wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Und bis bald wieder, eure Silvi.